Willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir was richtig Cooles. Wir machen einen Kentucky Pulled Dog. So sieht das Ding aus. Ihr könnt euch vermutlich denken, was drin ist, aber ich würde euch raten, den Rest des Videos auch noch anzuschauen. Ja, Freunde, ein paar Sachen brauchen wir für unseren einfach schnellen, leckeren Kentucky Pulled Dog. Schaut mal hier, haben wir die Sachen. Vielleicht brauchen wir so eine Gussform oder eine Pfanne, je nachdem, was ihr greifbar habt. Dann eine gute Portion Pulled Pork. Dann habe ich hier eine halbe Zwiebel. Dann so, was werden sein, 50 Gramm klein geschnittener Schinken. Dann habe ich hier einen kleinen Schluck von Ahornsirup. Dann eure Lieblingsbarbecue-Soße. Eine kleine gehackte Knoblauchzehe. Dann hier fein geriebene Parmesankäse. Und ein Hotdog-Brötchen. Ich habe hier das selbst gebackene. Unter dem Video zeige ich euch gleich den Link, wie man die selber machen kann. Wenn ihr die selbst gemacht nicht habt, nehmt der Fertig, funktioniert auch. Ist dann allerdings nicht ganz so lecker. Das scharfe Messer brauchen wir bloß, um das Hotdog-Brötchen aufzuschneiden. Ein Brett brauchen wir diesmal nicht unbedingt. Dafür aber einen heißen Grill. Den habe ich jetzt schon mal vorgeheizt. Da hinten ist schon mal unser Doggy-Roast, der schon mal aufheizt. Der ist nachher für unser Brötchen da. Und hier halt jetzt stellen wir auf den direkten Bereich unsere Gusspfanne und lassen die erstmal richtig knacke heiß werden und dann fangen wir an zu braten. Also anfangen tun wir mit den Zwiebeln. Die tun wir als erste drin und braten die an. Und viele machen eine Wissenschaft draus. Ich packe aber unseren Speck gleich mit dazu. Und jetzt schmoren wir den immer, wir braten den immer richtig schön an. Die Zwiebeln sind schon so ein bisschen glasig und das ist der Moment, wo wir jetzt unsere Knoblauch, unsere kleine Schnitte Knoblauchzehe dazu tun. Die braten wir jetzt gleich nochmal mit an. Jetzt kommt eins meiner Lieblingszutaten und zwar Pulled Pork. Ich liebe das. Und zwar den braten wir jetzt mit an und zerdrücken den mal nebenbei, dass wir den möglichst kleinfasig nachher haben. Und jetzt haben wir das ein bisschen vermischt und dadurch wird das Pulled Pork auch gleich richtig schön faserig. Und jetzt kommt unser Honig dazu. Nee, Ahornsirup. Also Ahornsirup. Es ist Ahornsirup. Manchmal habe ich wieder falsch, natürlich. Von mir aus könnt ihr auch Honig nehmen, jetzt das gleiche mit Ahornsirup. Und natürlich unsere Barbecue-Soße. Ja, ich habe mal einen Löffel genommen. Und jetzt können wir im Prinzip die ganze Sache hier schon ausmachen. Beziehungsweise sich hier auf den indirekten Bereich rüberziehen und das hier hinbeziehen lassen. Ziehen wir ein Stück nach hinten und vermischen das jetzt hier einmal, dass es eine richtig schöne saftige Masse gibt. Auch unseren Doggy-Roast, den schieben wir jetzt in den indirekten Bereich rüber. Und darauf kommt jetzt unser Hotdog-Brötchen. Das habe ich wieder zu zwei Dritteln eingeschnitten. Klappt jetzt ein bisschen auf und setzt den, ohne das Metall darunter zu berühren, hier rauf. So, ein bisschen andrücken, nur ganz leicht. Und jetzt machen wir für 60 Sekunden die Haube zu. 60 Sekunden sind um. Das heißt, wir können unser schön angeknuspertes Hotdog-Brötchen nehmen. Den schaffen wir aus der Sonne. Ein Stück weiter nach vorne. Und jetzt füllen wir praktisch unser Brötchen mit diesem geilen, mit dieser geilen Pulled Pork, Bacon, Zwiebel, Knoblauch, Ahornsirup, Barbecue-Soßen-Mischung. Hat er noch vergessen, ist alles drin? Ja, das war, glaube ich. Okay, wenn ich schreibe unter dem Video, wenn wir was vergessen haben, was da drin ist. Habe ich Bacon gesagt? Bacon habe ich gesagt. So. Und da sieht ja schon richtig geil aussieht. Aber alles wird besser mit Bacon, aber Bacon haben wir schon drin, da hilft nur eins. Alles wird besser mit Käse. Das mache ich jetzt hier drüber. Wenn das jetzt runterfällt auf den Schnee, sieht das kein Mensch. Dann fällt mir das vor früher ja nicht auf, dass hier irgendwelcher Parmesan auf meiner Terrasse rumliegt. Ein bisschen festdrücken. Na, immer ein bisschen für die Optik rüber. Viel hilft viel. Und fertig ist das gute Stück. Ich komme nicht so richtig, weil ich Angst habe, mir den Mund ein bisschen zu verbrennen. Aber für euch tue ich das einfach. Alter Schalter. Bacon, Pulled Pork, Zwiebeln, Knoblauch, Ahornsirup, Käse. Ganz ehrlich, stellt keinerlei Risiko dar, kann man super essen, richtig geil. Also wenn ihr Pulled Pork übrig habt, macht es. Wenn ihr keins übrig habt, macht Pulled Pork, um die Dinger zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Mich abonnieren, wenn ihr Lust zu habt oder das noch nicht getan habt. Ansonsten besucht mich auf Facebook,
Wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut.